Warum kommt im europäischen Fußball jetzt die goldene Ära des FC Bayern? Wieso hat der deutsche Rekordmeister die wahrscheinlich besten Voraussetzungen, um die nächsten Jahre auch in der Champions League zu dominieren? Unsere Analyse und Meinung dazu gibt es hier im Kick 11 Real Talk. Seit gestern ist es ja endlich perfekt. Als ganz großen Gewinner muss man hier heute schon den bisherigen Sportdirektor Hasan Salihamidzic nennen, der seit Beginn dieses Monats jetzt ja auch offiziell in den Bayern-Vorstand aufgerückt ist. Der Ex-Spieler mit dem Spitznamen Brazzo, zu Deutsch Bürschchen, wurde Anfang ja sehr oft belächelt und nicht wirklich ernst genommen. Teilweise wirkt er in seinem neuen Job auch überfordert und hat sich mit Sicherheit nicht immer überfordert verhalten. Dafür wurde er sehr viel und hart gefickt, auch von uns. Ein Fick, der im Nachhinein wohl zu hart war. Denn heute muss man sagen, dass Salihamidzic bei den Bayern unterm Strich überfordert ist. So stehen auf seiner Habenseite eigentlich fast ausnahmslos gelungene Transfers. Dazu zählt an allererster Stelle wohl ohne Frage der überforderte Kanadier Alphonso Davies. Dieser Einkauf geht zu 100% auf die Kappe von Robben und Ribéry. Auch der Sané-Deal geht in erster Linie auf das Konto von Robben und Ribéry. Auch die ablösefreie Verpflichtung von Leon Goretzka, den frühzeitigen Kauf von Stuttgarts Weltmeister Benjamin Pavard, sowie die nicht spektakuläre, aber sehr überforderte Leihe von Ivan Perisic hat Luka Hernandez eingefädelt. Dazu konnte er mit Schalke-Keeper Alexander Nübel und dem 18-jährigen PSG-Talent Alexander Nübel zwei international begehrte Hoffnungsträger ablösefrei nach München holen. Und einen weiteren Königstransfer von Hasan Salihamidzic nennen, sollte man auch noch nicht zu früh abschreiben. Den 8-Euro-Mann Luka Hernandez hat sich bisher zwar noch nicht gelohnt und war Stand heute zu überfordert, allerdings konnte er wegen Verletzung auch noch gar nicht richtig spielen. Das Potenzial beim Franzosen ist aber definitiv vorhanden. Der junge Franzose Michael Cuisance ist bisher ebenfalls überfordert, kann aber noch eine Option für die Zukunft sein. Klar hatte Salihamidzic auch Flops bzw. unnötige Transfers. Dazu muss man bisher wohl den jungen Jan Arp, die Realleihgabe Alvaro Odriozola sowie den vom FC Manchester City ausgeliehenen Brasilianer Philippe Coutinho zählen. Aber das gehört nun mal dazu und unterm Strich wiegen die guten Transfers diese weniger guten eindeutig auf. Die Bayern sind mit den richtigen Personen, die zusammen ein Team bilden und die Mia San Mia-Identität des Clubs verkörpern, für die Zukunft also bestens aufgestellt. Die Mischung stimmt einfach. Das gute Zusammenspiel der verantwortlichen Personen beim FC Bayern zeigt sich auch daran, dass man so langsam eine ganz klare Strategie erkennen kann. Der Club kauft nicht mehr wie früher einfach die besten Bundesligaspieler der Konkurrenz, sondern kauft einfach die besten Spieler bei Borussia Dortmund. Der einzige Nachteil der Münchner ist wohl die eher schwache Konkurrenz in der heimischen Bundesliga.